Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Tom Oyel. Ich weiß, es ist schon jetzt 2-3 Tage her, aber wir wollen ja hier mal ein bisschen weitermachen. Auch wenn ich glaube, dass ich sowas von verliere mit 194.000 zu 414.000. Keine Ahnung, ob wir das noch reißen können. Ich kapiere das auch immer, wie gesagt, noch nicht mit der Wärme. Aber ich habe schon für die Zukunft ein kleines bisschen vorgesagt, was nicht unbedingt in dem Sinne von dieser Runde hier heißt. Dieser 2%, ugh. Aber wir müssen mal langsam reinholen, der hat schon... Wir haben doch nicht so viel Geld. Wir haben doch nicht so viel Geld. Du hast 15.000 ausgegeben pro Aktie. Holla die Waldfee. Fortschritt gespeichert. Okay. Da haben wahrscheinlich sehr viele geschummelt, gehe ich einfach mal aus. Deswegen speichern sie direkt danach. Gut, wir haben hier 38, 36, 32. Ziemlich viele hier in der Nähe, aber hier hinten gibt es auch die 34. Ich gehe einfach mal dahin und hoffe, dass zwischen diesen 34ern, dass wir da ganz gut, ne, ganz gut sind. So. Keine gute Map, kein gutes Geschäft. Aber wir wollen natürlich in die nächste Runde reingehen. Das heißt, wir nehmen wieder zwei unserer Sucher und ein Pferdchen. Wir brauchen immer ein Pferdchen. Und das schicken wir direkt nach rechts. $1,3. Über $1 ist ja immer sehr gut, auch wenn es jetzt fällt. Was natürlich nicht gut ist. Aber hier drüben bei 25 Cent fällt es auch. Also kein Unterschied. So, den Turm. Ein bisschen nach unten. So bis in der Höhe fängt das ja maximalist an. Und flup. Nichts gefunden. Mal gucken, mal ein bisschen tiefer reingehen. Und da ist das nette Öl. Ach komm. Okay. Es ist gut, dass er mit so gar nichts losläuft. Finde ich immer gut. Warum sollte er auch Öl mitnehmen? 90 Cent auch noch. Ach komm. Das ist... Irgendwie mag mich heute das Spiel nicht, ne? Das ist schon das zweite Ölfeld, woran wir eigentlich getroffen habe, aber es nicht zählte. Ach, ist das ein Cheat. Das ist wie Cheat-Wetter. Was? Okay, die nächste Fuhr lädt er hier hinten aus. Ich lasse ihn jetzt aber erstmal entladen, damit er hier seinen Job macht. Wir nehmen auch ein zweites Pferd dazu. Und wir gucken mal, was es hier hinten ist. Der Weg ist eh kürzer, kommt uns also gerade entgegen. Auch wenn das nur kleine Ölfältchen hier sind. Ah, genau an dieser Kante entlang, das ist nicht... Oh. Wir sind schon wieder genau davor, ne? Ich sage, heute haben wir ein Pech, aber auch... Ich nehme mal nochmal ein Pferd dazu. Weil wenn das jetzt hier aus zwei gleichzeitig kommt... Und was sammelt sich hier? Ja, ja. Oh, 1,36, 37, nice. Jetzt geht das ja gerade hier ab. Und die Party geht ab und ich sag, ab in den Norden. Nein, ich sag nicht Süden. Wir sind hier im Schnee, also in den Norden. Da, 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 da. Obwohl jetzt in den Süden, das hätte was. Hättet ihr das jetzt nicht auch gerne? Aber das Wetter wird ja aktuell tatsächlich gerade besser. Zumindest temperaturentechnisch. Jawohl, und Treffer. Und das scheint auch ein bisschen größer zu sein. Das ist schon mal gut. So, Pferdchen sind noch schneller. Wenn der fertig ist, schicke ich mal die Maulwürfe los. Ich würde niemals die Leute und die Maulwürfe gleichzeitig schicken. Weil der Typ dann immer nur das findet, was die Maulwürfe gefunden haben. Da müsste das sein. Müsste ein kleines Feld sein. Dann können wir tatsächlich diese Ecke hier nochmal nutzen. Ja. Das hat sich super gelohnt. M für Maulwurf. Wisst ihr. Oh, hier hinten fällt er gerade, während er rechts steigt. Wir müssen mal aufpassen, dass wir genau den Punkt erwischen, wo sich beides überschneidet. Und hier unten ist noch mehr Öl. Ach komm, da kann ich auch durchgehen. Ich hoffe nur, dass das hier mal rechts ein bisschen schneller steigt. Ähm,
Und man muss auch aufpassen, das ging jetzt dann doch schneller, als ich gedacht. Ich habe mich jetzt so hier unten drauf fixiert. Mit meinem Blicken. Ja. Jetzt können wir nochmal so einen Frickel hier losschicken. Und vielleicht findet er noch etwas, was wir noch nicht gefunden haben. Was ja mal eine Abwechslung wäre. Steine. Wir könnten ja Steine exportieren. Und wir haben überhaupt nicht viel Geld, sehe ich gerade. Da ist das nächste Ölfeld, ich sehe es. Und wenn ich das richtig sehe, werden wir hier nicht durchkommen, denn da ist Felsen. Mal gucken, ob wir drumherum kommen. Ich glaube, wir kommen drumherum. Jawohl, wir können hier drumherum arbeiten. Müssen wir uns nicht hier teuer für 750 einen Felsbohrer leisten. Das ist gut. Spart uns 750. Und weil das Ölfeld ein bisschen größer ist, erhöhe ich mal die Rohrkapazität, also wie viel hier durchpasst. Was? Da hinten? Jawohl, viele kleine... Oh, tatsächlich viele kleine Ölfelder. Wir haben gleich zwei dadurch entdeckt. Ups, ich wollte das nicht zumachen. Das haben wir gerade 300 verschenkt, weil ich auf Versehen auf den Button schließen gekommen bin. Also ich hab's heute mit den Felsen. Unglaublich. Nee, wir warten, bis wir beide angeschlossen haben, bevor ich noch einen losschicke. Das Spielchen kenne ich schon. Und sagte, den habe ich gefunden. Nein, den bohre ich schon die ganze Zeit an. Ah, links steigt es wieder. Das ist gut, weil es rechts fällt ist. Das wechselt sich gerade ziemlich gut ab. Haben wir ein bisschen Glück, was das angeht. Ich habe das Wort mit G gesagt. Ihr wisst, das darf man nicht sagen. Wer das Wort mit G sagt, der hat schon verloren. So, wo ist denn hier unser Heinz? Da. Läuft mit seiner Wünschelrüte und sucht nach Öl. Wenn das mal so einfach wäre, mit dem Stock durch die Gegend zu laufen und Öl zu finden. Das hätte auf jeden Fall was. Ja, wir nehmen nochmal zwei. Was? Gut, dass wir keine Spirit Shrine kriegen, aber trotzdem, das gute Öl. Oh, er hat noch was gefunden. Dann suchen wir weiter. Die Ölfelder hier sind tatsächlich schon leer. So. Stufe 3, die waren ja auf 2, damit das noch leer gepumpt wird und gleichzeitig hier unten nach oben die Leitung ein bisschen vergrößern. Dass es eher wie so ein Fluss ist. Ich glaube von hier ist es tatsächlich angesagter. So. Das Ölfeld ist nicht klein. Nein, ich will mich da nicht beschweren. Große Ölfelder finde ich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie viele Pferdchen wir haben, aber wir nehmen nochmal zwei dazu. Ich höre nämlich den Ticker die ganze Zeit. Und ich sag, jetzt habe ich einen Ohrwurm davon, verdammt. Wenn wir von so Superliedern... Warum das jetzt hier schneller geht, weil wir natürlich die Rohre vergrößert haben. Das heißt, da ist mehr Durchsatz. Und das muss ja auch irgendwo hin, also abgepumpt werden. Und dafür haben wir unsere People, die das sehr ausgeglichen und im Dauereinsatz machen. Das ist ja schon fast wie eine Feuerwehr. Okay, jetzt muss es rechts deutlich mehr steigen, weil es links fällt. Und das soll sich nicht erst bei 70 Cent treffen, sondern vielleicht schon bei 80 oder 90 wäre es ganz gut. Wo ist denn hier? Der sucht noch. Ich glaube nicht, dass er noch mehr finden wird. Ich schicke trotzdem noch mal einen los. Und ich befürchte, der andere wird wieder doppelt so viel haben wie wir. Ah, das wäre schade. Aber das ist so meine Befürchtung. Aber wir pumpen in einer angenehmen Geschwindigkeit. Ob das so bleibt, ist was anderes. Vielleicht haben wir Glück und finden mal wieder einen Diamanten. Den haben wir schon länger jetzt nicht mehr gefunden. Das Ölfeld ist alle. Verdammt.
Ja, rechtzeitig umgeschwenkt. Und hier ist Gas. Ich glaube, wir werden uns einfach nur den Bonus holen, indem wir die Gasfelder entleeren von dem Gas, was wir finden. Und gar nicht versuchen, das jetzt auf Benzin umzumünzen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Tja, ich glaube, das war es tatsächlich schon mit unserem Öl. Schon. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt mal alles in Stufe 3 ausbaue, damit es hier ein bisschen schneller unten abgebaut wird. Und ich denke, hier sollte 2 reichen. Ja, 2 Gasfelder haben wir sogar. Hm, naja. Schwarze Gold. Ist ja die Frage, wenn man also, wenn ihr euch mal fragt, was ist die Droge unserer Welt? Und da meine ich nicht tatsächlich echte Drogen. Dann ist das für mich, gibt es zwei. Man wurde ja oft gesagt, Öl sei die Droge dieser Welt. Und ich. Aber es gibt noch zwei weitere, sind sogar 3 dann. Wenn man Öl dazu zählt. Öl, Strom und Geld. Geld ist diese Droge dieser Welt. Die Welt macht alles für Geld. Ich glaube, wir kriegen das tatsächlich hin. Ich weiß nicht, wie viel hier noch drin ist. Ich gucke jetzt mal. Bin ja neugierig. Ja, das hat sich super gelohnt. Super. Habe ich richtig gut gemacht. Mal ein kleines Lob hier auf die Schulter klopfen. Gut gemacht. Sehr gut. Ich bin stolz auf mich. Das bedeutet aber, wir können gleich die Ölfelder ein bisschen anzapfen. Warum hier immer noch was kommt, obwohl sie leer sind, ist hier immer noch Öl in den Leitungen und in den, naja, eigentlich leeren Kammern drin. Und das ist das, was wir hier gerade sehen. Und dann würde ich mal sagen, pumpen wir nochmal, oder wir zapfen nochmal die Gasfelder an und dann beenden wir diese Runde. Naja, wir lassen es einfach rausflutschen. Als ob einer gepupst hätte. Das ist sogar richtig viel Gas. Das ist ja ärgerlich. Na komm, ich kann es mir nicht... Nein, der Bohrer ist langsamer als das Gas. Nein! Na, ich wollte es mal gesehen, wie weit ich hochkomme. Okay. Wir können verkaufen. Kriegen noch 333 dafür. Hatten auch keinen Diamanten. Keine Spirit Shrine, die wird uns ja wegaddiert, aber 1000 dafür, weil wir abgeschlossen haben. Und dann wollen wir mal sehen, wie die anderen tatsächlich zu uns stehen. Ich hab's befürchtet, wir sind die Low Bobs. Die haben anscheinend richtig gute Felder gehabt. Oder deren Fähigkeiten sind gut. Vielleicht könnt ihr auch einfach nur besser mit dem Gas umgehen. Wer weiß, wer weiß. Alles klar, meine lieben Freunde. Ich denke, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Turmoil. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben nicht vergessen für euch, dass es euch gefallen hat oder ihr meinen Channel kostenlos unterstützen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.